Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Gerade begrüßte ich meine Mutter in den neuen Tag und kam auf folgenden Gedanken. Und ansonsten habe ich heute damit zu tun, zu beobachten und mich zu freuen und fröhlich zu sein an diesem Tag, denn dafür hat Gott ihn ja geschaffen. Ja, eine kritische Freundin würde jetzt sagen, es geht aber nicht allen so, du musst ja auch an die denken, denen es nicht so gut geht. Ändert das wirklich was an dieser Wahrheit? Wenn ich einen Schmerz habe am Körper, na klar, bin ich dann fixiert auf diesen Schmerz. Aber erweitert eben auch darauf, diesen Schmerz zu lindern. Und ich möchte eben herausfinden, warum es die Welt gibt, den Tag und den Schmerz zum Beispiel. Und deswegen probiere ich viele Erkenntnisse aus. Denn behalte ich die Erkenntnis nur als Sätze in meinem Gehirn oder auf dem Kalender oder verkaufe diese Erkenntnis, um mich selber rühmlich darzustellen, währenddessen stagniert ja dann das Leben. Weil ich die Erkenntnis nicht überprüfe, wie sie wirksam werden kann. Deswegen unterhalte ich mich auch wenig mit Menschen, die situative Probleme immer weiter ausweiten und besprechen wollen. Aber tatsächlich interessant ist es, dass viele meiner Gesprächspartner die eine Sache intensivieren wollen, Perspektiven dazu suchen, die auch sein könnten, ohne die Wurzel behandeln zu wollen. Ja, es ist eine Herausforderung zu glauben, dass Gott Himmel und Erde schuf und den Tag gemacht hat, dass wir uns freuen und fröhlich sein sollen und ihm die Ehre geben sollen. Ich meine, man sollte an alle Themen rangehen, die einen beschäftigen. Nimm doch mal ein Thema von dir und füge es ein in das Raster der Überlegung, der Erkenntnis, dass, wenn du es Gott vorlegen könntest, wozu er es zuließ und was seine Zielvorstellung damit ist. Menschlich ausgedrückt, was er daraus machen möchte. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Nothing is too difficult for thee.